I just broke the $13 needle. I just broke the needle. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, wie man eine Zwillingsnadel benutzen kann. Ich hatte immer sehr großen Respekt vor Zwillingsnadeln, weil ich keine Ahnung hatte, wie man die benutzen kann. Und jetzt freue ich mich sehr, mit euch teilen zu können, wie das denn geht und hoffe, dass ihr dann diese Scheu nicht haben müsst. Es gibt viele verschiedene Zwillingsnadeln es gibt Universalnadeln, Denim, Stretch und so weiter. Und die Größen variieren von schmal bis extra breit. Also der Abstand der Nadel kann 1,6 mm sein oder auch 8 mm. Es gibt bestimmt auch noch viele andere Größen. Aber das sind jetzt die, die ich hier bei meiner Online-Suche gefunden habe. Man kann die Zwillingsnadel für gerade, doppelte Nähte benutzen oder auch für dekorative Stiche. Jetzt fange ich mal an mit meiner Stretch-Zwillingsnadel hier, weil ich gerade einen schönen Jersey-Stoff habe, den ich gerne versäumen möchte. Und dazu drehe ich dann einfach hier mein Schräubchen raus, um die Nadel, die ich bisher drin habe, rauszuholen. Und dann setze ich meine Zwillingsnadel ein und stelle meinen Stich auf einen Geradstich, damit die Nadel in der Mitte ist im Zentrum hier, über dem Füßchen. Und dann ziehe ich die Schraube fest. Und jetzt schaue ich, ob die Nadel auch genug Platz hat hier auf dem Füßchen. Und es sieht wunderbar aus, da ist genug Platz. Und für den Unterfaden, da brauchen wir nur einen Unterfaden, das war immer meine Frage. Braucht man denn dann zwei Unterfäden? Nein, man braucht nur einen Unterfaden. Der näht dann so einen Zickzackstich, um die beiden oberen Fäden zu verbinden. Und jetzt setze ich noch eine extra Spulenhalter hier auf. Kann dann meine andere Spule drauf machen. Und dann fädle ich die schwarze Spule genauso ein wie die weiße Spule auch. Bin den weißen Faden auch. Und ich dachte mir, vielleicht benutze ich zwei verschiedene Fäden, damit man sehen kann, wie der Kontrast dann ist zwischen den beiden Fäden. Mein weißer Faden ist schon eingefädelt. Jetzt gehe ich hier einfach runter. Und dann in den Fadenhebel. Und hier unten hin und ich werde den weißen Faden in die linke Nadel und den schwarzen Faden in die rechte Nadel einfädeln. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, aber so mache ich das jetzt. Wenn man keine zwei Spulenhalter hat, dann kann man auch anstatt zwei großen Fadenspulen einfach eine Unterfadenspule auf die gleiche Spule draufsetzen wie den anderen Faden. Da muss man nur darauf achten, dass die beiden in verschiedenen Richtungen laufen, damit sie sich nicht verheddern. Und jetzt falte ich hier meinen Jersey-Stoff um und klemme das kurz fest mit meinen Klammern hier. Und dann nähen wir mit einem Geradstich entlang der unteren Kante und machen einen schönen Saum. Und so sieht das dann aus.
Es eignet sich gut auch für stretchige Stoffe, weil hinten eben dieses Zickzack ist, was die Nähte verbindet. Und das ist dann schön elastisch. Man kann auch dekorative Stiche nehmen. Und das sieht dann natürlich klasse aus, wenn man mit zwei Nadeln gleichzeitig näht. Jetzt wähle ich mal hier den Stich Nummer 24. Verändere noch ein bisschen die Stichbreite. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Kann man dann einige Projekte schön verzieren mit schicken Stichmustern. Und jetzt wollte ich auch mal noch einen anderen Stich ausprobieren, Nummer 23. Und oh je, Mine, das hat aber nicht funktioniert. Jetzt zeige ich euch nochmal meine Originalreaktion, wenn das passiert ist, als das passiert ist. I just broke the $13 needle. I just broke the needle. Das war doch lustig. Ich dachte, ich lasse es mal drin. Ist ja auch ein schön, bisschen ein Comedy-Channel hier, oder? Ich mache nur Spaß. Also sieht das dann aus. Ist die Nadel abgebrochen. Ich habe einfach nicht getestet, ob da auch genug Platz ist in dem Füßchen, wenn die Nadel hin und her tanzt hier, wenn sie die Stich, wenn sie diesen anderen Stich hier näht. Naja, jetzt wechseln wir die Nadel aus, machen ein anderes Nähfüßchen auch rein, wo mehr Platz ist. Kann man sehen, hier auf der rechten Seite ist ein bisschen mehr Platz für die Nadel zum Hin und Her. Tanzen, stechen, nähen. Und dann benutze ich eine andere Zwillingsnadel. Ich habe nicht so viele hier. Jetzt benutze ich eine Universal-Zwillingsnadel, die, glaube ich, nur 2,5 mm Abstand hat zwischen den Nadeln. Und mache die fest und fädle sie ein. Man muss ja auch mal über sich selber lachen können, oder? Und das ist doch, ich freu mich immer, wenn mir so Missgeschicke passieren, dann kann ich euch zeigen, wie das funktioniert, wenn man es falsch macht und wie ihr das dann vermeiden könnt. Dann müsst ihr nicht neue Nadeln für, ich weiß nicht, die sind ziemlich teuer, diese Zwillingsnadeln. Müsst ihr nicht so viele neue kaufen. Das mache ich dann für euch hier. Okay, jetzt machen wir nochmal Nummer 24. Machen wir ein bisschen enger den Stich jetzt, weil ja die Nadeln nicht so weit auseinander sind, damit die nicht aufeinander nähen. Sieht doch gut aus. Die Nadeln haben genug Platz hier bei dem Füßchen. Dann verlieren wir vielleicht nicht noch eine Zwillingsnadel. Ja, jetzt probiere ich auch noch den anderen Stich aus, den ich ja vorhin auch ausprobieren wollte, Nummer 23. Das sind so schöne kleine Sternenblumenstiche. Sieht doch ganz schick aus. Und dann probiere ich noch einen anderen Stich, weil es so viel Spaß macht. Das macht schon Spaß, mit der Zwillingsnadel zu nähen. Ist nur ein bisschen umständlich mit dem Einfädeln und so, aber eigentlich so viel Arbeit ist es nicht. Also werde ich das dann vielleicht doch mal in Zukunft etwas öfter benutzen. Mal sehen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das dann ausschaut. Da haben wir unsere verschiedenen dekorativen Stiche und so sieht das dann auf der Rückseite auch aus. Da ist dieses Blumensternmuster und noch Bögen. Sieht auch klasse aus. Sehr schick, sehr dekorativ. Wunderbar. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man ein Knopfloch nähen kann auf der Nähmaschine und das Video danach. In dem Video danach zeige ich, wie man einen Knopf annähen kann mit der Nähmaschine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!